Ah, mit dem ist nicht gut, Kirschen. Sam Jack hat sie umgebracht, oder? Was für ein Jammer. Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Oh, fühlt man sich dazu in der Lage? Warte mal, dann gehen wir die Quest aber noch nicht ab, machen wir erstmal alles andere noch. Ihr wolltet ja erstmal auch noch zum Claptrap wegen der Shotgun, ne? Dann gehe ich erstmal die eine Quest beim Haar eintauschen. Ich werde dir wohl nicht. LOL! Das war die richtige Entscheidung, Untertan! Guck dir den Claptrap an! Er hat ein Iro! Hat sich die Haare aufgesetzt. Flint und ich hatten ein Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Leichen, die Jack im Klitsch ablegt. Er quält mich dafür nicht mehr mehrere Stunden am Stück. Und dann tat er's doch. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir erledigen ihn, klauen uns mein Schiff zurück und fahren nach Sanctuary. Los, wir gehen mit Plan. So, bei mir hat er noch ein Fragezeichen. Warum läuft denn der jetzt schon weg? Erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. Jack wird habt ihr schon die Quest gestartet hier, hallo? Ja, wollte ich eigentlich nicht. Sein erster Mal Bum Bum und er spielt Häschen hüpft. Häschen hüpft auf unserem Brustkasten. Heißt so viel wie Zerfetzer. Schätze, du checkst. Diese Brettchen sind eklig. Nun, wer war dein Schatz schon? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Hm, eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Hm? Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Wenn du es weißt. Okay, bis dann. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft. Ey, was hast du jetzt so gemacht? Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft. Ein Pony oder ein Pulli? Ein Pony. Pony. Dein Pony. Können wir den jetzt noch anreden und die Quest abgeben? Ja, wir müssen noch die anderen Quests auch noch machen. Eben. Das, er hat ja gesagt, wenn wir ihn eskortieren und sein Schiff zurückgeben. Lass mir den, lass mir den. Oh Mann, jetzt hat er wieder weggeschossen. Digga, wir heben dich auf. Warte, warte, hab den. Ich hab den, lass mich nachladen. Töte ihn! Nix da, mir die Axt ins Gesicht knallen. Was hast du getan? Oh, wie geil! Was habt ihr getan? Das war ein Mensch mit Familie und Freunde. Ich habe einen Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu Ehren Pissbirne nennen. Aber wow. Das ist irgendwie pubertär. Wer ist mit Aschgall? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ja, wieder, schon wieder Party. Ja, ich frag mich auch gerade, bin ich hier gerade schon aufgeräumt eigentlich? Kannst du respawnen? Kennst du nicht mein Problem? Kennst du doch? Kommt nur her! Ich muss nur nachladen können. Hast du mich aufgehoben, Kai? Ja. Ach danke, ich habe nämlich ein bisschen rumgeschossen, aber ich glaube keinen gekillt. Wir müssen. Du hast eins in der Fresse hier. Und das war jetzt aufhören mit der Mission. Aber bis jetzt war es so, dass nach jeder Story-Quest du auf jeden Fall nochmal einen Teleporter hattest, wo du durchgehen musstest, bevor es weitergeht. Ja, klar. Also das heißt, können wir die eigentlich auch noch weitermachen und danach zurückkommen. Das Problem ist, es geht die Munition aus. Aua, 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 aua. Lass ihn hier. Hab ihn. Jetzt macht er das Ding hier auch. Okay, aber dann gehen wir dann noch nicht rüber, würde ich sagen. Ja doch, müssen wir. Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein, wir haben die Schrumpfhinde jetzt beide bekommen. Nur, dass es eben aus... weißt du was? Ich hole es schnell. Arschgaul! Arschgaul! Ja, braves Mädchen. Oh, sag hallo. Oh, da gehen wir jetzt nicht runter. Hallo. Da nicht runter, da ist der Bossfightkampf. So, da hören wir jetzt auf. Ich habe die Mission schon angenommen, also weggegeben, die mit dem mit der Schrotflinte. Dann machen wir jetzt noch dann gehen wir nochmal zurück zu dem Handsome Jack. Beschilderte Gefälligkeiten, dann gehen wir jetzt hin. Ich kann die neue Waffe leider noch nicht nutzen. Hat der gerade ernsthaft? Folge einfach den sanften Klang meiner Stimme!
geschrieben. Ja, ungefähr so. Super sexy. Warte mal, lass uns erstmal zu Handsome Jack gehen, oder willst du jetzt erst die Quest machen? Weg, da ist eher ein Weg. Nee, Handsome Jack ist oben und deine Quest ist unten. Handsome Jack ist gar nicht hier. Wieso nicht? Der ist da hinten. Nein. Im Lager. Das ist nicht Handsome Jack. Handsome Jack ist der Böse. Jack ist bestimmt der Endboss. Ah. Das glaube ich auch. Wer ist denn der? Ja, hier der Colonel Hammer oder Sir Hammer kommt. Der Hammerflock. Oh, egal. Hammershock. Der mit dem Hammerpflock. Aber da könnt ihr auch euch Munition kaufen. Da ist so ein Maschine. Wisst ihr, was mir gerade auffällt, was ich schade finde? Na? Bewegt euch mal im Schnee. Die Schneeflocken bewegen sich mit euch mit. Oder? Ich habe keine Schneeflocken. Schneeflocken? Ich habe Schneeflocken. Wieso schneit's bei dir? Bei uns ist helliger Tag. Mir schneit's. So, jetzt gibt's noch Pistolen dafür. Wir können uns aussuchen. Ja. Wir können uns entweder eine TMP oder eine Value Aim Shot. Die hört sich doch schon so geil an. Die hat eine ziemlich hohe Genauigkeit, aber dafür weniger Schaden, eine höhere Feuerrate und eine höhere Ladegeschwindigkeit. Ich habe eine Top-Notch Handgun. Angebot des Tages, Expressschild. Herzlich willkommen, Kunde. Expressschild, er ist schlechter als meins. Ich fülle mal meine Munition hier wieder auf. Belaste dich dein vieles Geld. Ein guter Tag voller Möglichkeiten. Hervorragender Tag für den Kapitalismus. Hohe Qualität, niedrige Preise, ja, ich und ich verkaufen. Stelle keine Fragen. Kannst du auch denk welche an mitnehmen. Mord, denk an Marcos Munition. Ich werde an ihn denken, wenn ich mal an Mord begehen möchte. Solltest du mal Lust haben auf sowas. Ja, eben. Wenn mich die Mordlust packt am Abend. Dann muss an die Munition denken. Ab heute werde ich nur an seine Munition denken. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Wo war der Waffenautomat da hinten, ne? War hier noch ein Waffen? Ich glaube, Waffen? Ich habe nur noch einen HP-Automaten gesehen. Oder da war Waffen noch, oder? Hier nicht irgendjemand was gesagt von wegen Waffenautomat? Das war vorhin an dem anderen Ding, wo wir waren. Okay. Sekunde, ich hier kann ist jetzt, doch einer. Wir sind Level 5, wir können skillen. Ich bin noch nicht Level 5. So. Ich bin noch Level 4. Erst, ich habe den generellen Skillpunkt jetzt schon mal gesetzt. Auf wir sollten irgendwie mal gehen? Gucken, dass Kreis und ich auch noch Level 5 werden, damit wir den Endkampf gut überstehen. Fügt deinem Geschützturm eine zweite Kanone hinzu und lässt beide Kanonen Slack-Geschosse abfeuern. Okay, sehr interessant. Was habe ich noch als letztes? Nuklearschlag. Beim Einsatz deines Geschützes wird ein kleiner Nuklearschlag ausgelöst. Geil. Krass, Nuklearschlag. Gestattet dir, zwei Geschütztürme einzusetzen. Sobald der erste Geschützturm aufgestellt wurde, drücke erneut F, um den zweiten zu setzen. Ist ja geil. Da gibt es zwar jede Menge Schilde und so, aber... Ich überlege gerade immer, soll ich zwei anturnen oder soll ich den Nuklearschlag nehmen? Ey, Nuklearschlag, Mann! Okay, Nuklearschlag. Erhöht und Marv sieht richtig cool aus mit dieser gehörnten Schweißermaske. Wow. So, ich habe jetzt mein F, mein Action-Skill. Ja, wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen leveln. Also einen Fall brauche ich noch. So, dann gehen wir mal den Aufzug benutzen jetzt. Nein, wo willst du denn einen Aufzug? Was ist das für ein Aufzug? Für die nächste Quest. Ach so. Was dann geht's die überhaupt? Warte mal. Da hinten bei dem. Haben es mehrere Action-Skills? Da hinten. Nee, es gab nur einen. Ja, du hast das wollte ich wissen. Ja, ja. Weil wegen der Frage, die jetzt Smokey gerade gestellt hat. Ob den oder den Skill. Nee, das ist jetzt nur der Skill-Tree, den ich mir angeguckt habe. Ist nichts mehr. Ach, da ist der Aufzug. Der ist da hinten. Bei diesem oben Haus-Gedöns. Ach, da kommt man nicht mehr rüber hier. Das ist ja blöd. Das ist wieder über Mauern typisch, kann man rüberspringen. Gerade mal eben. Die Dame wieder zurück. Ja, wartet auf mich. So geht es doch nicht. Was ist hier? Kampf? Ja. Zack. Aua. Oh, jetzt kommt wieder Dubstep. Wow. Hilfe. Ja. Loot. Wow, ich wurde weggesprengt während der Heilung. Hilfe! Kriegt einer Smokey gerettet? Ja, ich bin da.
Ich hab mich doch nicht hier verrecken lassen. Oh. Mach doch keiner. Es wird voll weggesprengt. Wir sind alle bei dir. Gedanklich. Ich hab zu wenig Munition gekauft, fällt mir gerade auf. Lief ganz hier. Da ist so ein Container. Das Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem packt sie alle da rein. Hatte sich darin zu integrieren. Oh Gott. Ich glaube, ich kann jetzt meinen Skill anmachen. Mission erfüllt. Hier so ein Ladeding. Habt ihr auch das Mission erfüllt Ding bekommen? Wir brauchen eine neue Sicherung für den Aufzug, Leute. War ja klar. Die ist da hinten. Ich konnte aber nichts aussuchen. Da hinten ist viel Strom. Ich glaube, da hinten gibt es definitiv eine Sicherung. Meinst du, da sollten wir mal hingehen? Ja. Da, wo viele Blitze sind, ist immer toll. Irgendwie wäre es voll cool, so ein Heilungsteil zu finden. Ja, vorhin in der City war noch eins. Ja. Also so, du meinst diese kleinen Direktinjektionen. Aua, ja. Aua, aua. Dich kriegen wir wieder hin. Dich kriegen wir wieder hin. Finde ich toll, dass das eine Frau zu mir sagt. Ist das nicht hier entspannt? Wow. Wow. Ding, Level 5. So, ich auch. Oh, mir schießt irgendwer in den Nacken, glaube ich. Wenn du schnell genug durch den Zaun kommst, wird dir nichts passieren. Gar nicht riskieren. Ich versuch's mal. Oh. Warte, ich versuch's. Warte. Aber er sagt nochmal. Ey, da ist noch einer. Oben auch auf dem Dach. Oh, oben auf dem Dach. Mach den oben auf dem Dach alle. Hab den auf dem Dach. Okay, super. Ich belebe. Vielen Dank. Wo ist der Sicherungs? Oh. Höre grundsätzlich nicht auf Ratschläge von Claptrap. Oh, aus dem Klo. Ich hab mein Auge. Was hast du denn aus der Toilette gefischt? Das sah aber ekelhaft aus, was da rauskam. So, ich hab die Sicherung. Oh, guck mal. Oh. Bullybock. Aber der Tipp war gerade sehr hilfreich, ne? Oh, das geil. Ist cool. Wir aktivieren immer unseren Action-Skill mit F oder mit was? Ja. Bei mir ist es LB. Oh. Ja, der war ja schon tot. So, und zurück. Schließe so, die Sicherung an. Eben hier schnell. Da oben ist noch was auf dem Dach, oder? Kann sein. Aua, aber im Fass brenne ich. Mist. Ja, aber du kannst übers Fass springen, trotzdem. Ich glaube, man kommt da hinten rum auch hoch, oder? Marv klettert da irgendwie. Ah, er hat's geschafft. Hier oben im Fass ist noch ein bisschen Munition drin. Aber sonst. Oh fuck. Huhn habe ich gerade ordentlich gekauft. Ja, lass uns mal weitergehen. Weiter geht's, Leute. Was denn, ist hier oben nicht noch was? Ich muss auch nochmal Munition kaufen, dann wenn wir zurück sind. Wollt ihr da nicht gucken, ob da noch was ist? Oben war doch schon. Ja. Achso, was war denn da oben drin? Ja, leider nicht. Achso. Ja, jetzt habt ihr alle langsam wenig Lebenspunkte, ne? Oh, Heilung. Heilung. Wir müssen mal so ein Medikit mitnehmen. Wir haben Heiler dabei. So, ich setze das Ding mal ein. Oh nein, nicht das Geschütz. Schön smoky. Richtig gut. Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Sehr gut. Strom läuft. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch. Da kommt er. Einen Schild. Schick mal meinen Ninja vor. Bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle. Haben wir jemanden unten vergessen? Nee, ich bin mehr da. Fragt er, als wir fast schon. Heilung, ah, Heilautomat, sehr schön. Heilungsautomat. Ich steck das rein in die Schleife. Also, aber das ist alles meins. Kein, du kannst noch Sitten kaufen, ne? Herzlich willkommen, Leute, in meinem Laden. Ja. In deinem Laden. Der Dalukats Laden. Das ist dein Angebot des Tages, der Lejury-Schild. Hast du eine Waffe ausgesucht, Marv? Zeig mal her, du musst doch bezahlen. Schau mal. Was soll das? Oh, wir haben ein Duell, Marv. Wieso macht Wind also. Oh! Hier bin ich! Seh dich gar nicht! Alter! Leg dich niemals mit einem. Oh, jetzt habe ich keine Lebenspunkte mehr. Vielen Dank. Das war richtig. Du hast mich herausgefordert. Ich wollte dir nur meine Waffe zeigen. Ich konnte nicht mehr schießen und war schon tot. Ich wollte nur meine Waffe zeigen. Ja, ich meine. Die war voll toll. Oh, hier ist ein Radio. Mit Sendern.